großer Bahnhof in Münster. Bundespräsident Walter Scheel besucht zum ersten Mal die Westfälische Wilhelms-Universität. Genauer, das Kuratorium der Hermann-Kunst-Stiftung zur Förderung der neutestamentlichen Textforschung, dessen Vorsitz er im letzten Jahr übernommen hat. Begrüßen, weil wir eine Arbeit tun, die allen Christen heute zugutekommt. Herr Professor Ahrland, das ist der Direktor der Unternehmung. Anlass für diesen Präsidentenbesuch war seine erste Kuratoriumssitzung und die feierliche Eröffnung des Bibelmuseums des Instituts für neutestamentliche Textforschung. Sehr verehrter, lieber Herr Bischof Kunst, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, ich glaube, ich darf auch für Herrn Präses Reis sprechen, Ihnen, Herr Bischof Kunz, sagen, wie sehr ich Ihnen danke für diese freundliche, öffentliche Art, mich als Mitglied des Kuratoriums hier willkommen zu heißen. Natürlich muss man sich fragen, warum ist der Mitglied des Kuratoriums geworden? Und Sie haben plausible Gründe vermutet, aber Sie wissen natürlich, dass dies nur einige Gründe sind. Viel gewichtigere muss ich jetzt nun mal beschreiben. Denn es dauerte ja lange, bis ich meine Zustimmung gegeben habe. Am Ende kapitulierte ich, es konnte gar nicht anders sein, nicht zuletzt unter dem großen Eindruck der Geschichte der Stiftung, die ein Institut fördert, das in den letzten 20 Jahren in bemerkenswerter Weise der deutschen Wissenschaft und Forschung in der ganzen Welt Geltung verschafft hat. Ein ungenannter Spender hatte dem Institut für neutestamentliche Textforschung wertvolle Handschriften, Papyri und frühe Bibeldrucke, rund 200 Ausstellungsstücke, überlassen. Allerdings unter der Bedingung, dass diese der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieser Bedingung konnte am 8. März entsprochen werden. Und Professor Dr. Kurt Ahrland, der Direktor des Instituts, lud uns zu einer ersten kurzen Führung ein. Das Bibelmuseum ist chronologisch aufgebaut. Hier sind die ältesten Bestandteile, originale Papyri aus dem 1. und 2. Jahrhundert. Diese Papyri sehen auch alt aus, sind in Wirklichkeit neu. Wir sind in der Lage, sie nach den alten Vorschriften herzustellen. Eine Nachbildung eines vollen Papyrusbuches, Geschenk Papst Paul VI. Dann hier die Abbildung der berühmtesten Papyri, die wir kennen. Papyrus ist das Material, auf das die Evangelien und Apostelbriefe, auf das die Schriften des Neuen Testaments ursprünglich geschrieben wurden. Papyrus ist das Schreibpapier der Antike. Hergestellt wurde es aus den Fasern dieser Pflanze, die Papyrus heißt. Der Vorläufer unseres heutigen Papiers war nur unter bestimmten klimatischen Bedingungen über die Jahrtausende hin haltbar, im Klima Ägyptens. Zwar bestehen die meisten Papyrusfunde nur noch aus Fetzen, aber die Wissenschaftler sind in der Lage, daraus ganze Seiten zu rekonstruieren. Das Institut hat von den Anfängen an sich der modernsten Hilfsmittel bedient, so selbstverständlich auch des Computers. Wir haben mehrere Konkordanzen damit gedruckt. Am wichtigsten oder am interessantesten ist vielleicht hier die Methode der Identifizierung kleiner Fragmente. Das ist der berühmte Papyrus 75. Nach jahrelanger Arbeit blieb den Herausgebern eine solche Fragmentensammlung übrig. Das Fragment im Normalfall nicht größer als ein Daumennagel. Das wird dann, die darauf lesbaren Buchstaben werden dann in den Computer eingegeben, der nachprüft, wo diese Buchstabenverbindungen im Neuen Testament vorkommen, wobei es ja darauf ankommt, dass Vorder- und Rückseite sich decken. In diesem Fall sind es nur fünf Möglichkeiten, die der Computer ergeben hat. Manchmal sind es 100 oder 200. Dann kann man berechnen, wie weit die Zeilenabstände, die Buchstabenabstände, wie weit das eine mögliche Seite ergibt. Und zum Schluss stellt sich heraus, dass es bei diesem Fragment um Johannes 11,42 geht. Und dieses Fragment da oben passt millimetergenau an diese Stelle. Das Institut arbeitet nicht nur mit Computern. Auch andere technische Hilfsmittel werden benutzt, ja sogar hier selbst entwickelt, wie dieses Gerät.
Mithilfe von infraroten und ultravioletten Strahlen können abgeschabte und neu überschriebene Texte wieder sichtbar gemacht werden. Die Grundkonzeption des Gerätes haben die Textforscher den Gerichtsmedizinern abgesehen und es selbst so weiterentwickelt, dass sie es ohne Verdunkelung in jedem Raum benutzen können. Auch ausgewaschene Schriften können mit Hilfe dieses Apparates so fotografiert werden, dass das geübte Auge des Wissenschaftlers den Text buchstabengetreu lesen kann. Und nun die eigenen, nach den Papyri die eigenen Handschriften des Bibelmuseums. Hier eine Handschrift aus dem 8. Jahrhundert, ein sogenannter Palimpsest. Das heißt, die alte neutestamentliche Handschrift auf Pergament ist einmal abgewaschen und neu beschrieben worden. Interessanterweise wieder mit neuem Testament. Hier sieht man dann, wie mit den Mitteln des Institutes auf dem Weg über die Ultraviolettfotografie und die Umschrift dann der Text auf den Buchstaben genau hergestellt wird. Hier schließen sich dann weitere Handschriften an, im Ganzen etwa 20. Und von den Handschriften kommen wir dann zum Druck des griechischen Neuen Testaments. Das ist die Erstausgabe des Erasmus von 1516. In Wirklichkeit ist sie die zweite Ausgabe, denn in Spanien wurde eine auf die Veranlassung des Kardinals Jiménez hin eine mehrsprachige Ausgabe der ganzen Bibel gemacht, hier das Neue Testament, Griechisch und Latein. Das war schon 1514 fertig, durfte aber nicht veröffentlicht werden, bis nicht die Handschriften zurückgegeben waren, die man aus dem Vatikan entliehen hatte. Und das war 1520. So hat Erasmus den Ruhm des ersten Herausgebers und in seiner Nachfolge stehen alle anderen. Hier sehen wir die Ausgaben des 16. Jahrhunderts und die Handausgaben, die daneben erschienen, bis hinein ins 17. Jahrhundert. Darunter sehr berühmte, wie etwa die von Beza. Das war die griechische Seite. Hier kommen wir zur lateinischen Überlieferung des Neuen Testaments. Hier ein Exemplar der Gutenberg-Bibel. Hier eine lateinische Paulus-Handschrift aus dem 13. Jahrhundert. Und hier dann ein Ausschnitt aus der orientalischen Überlieferung des Neuen Testaments, in diesem Fall aus der äthiopischen. Das werden wir dann von Zeit zu Zeit auswechseln. Und hier beginnt nun die deutsche Überlieferung. Zu Anfang ein Druck aus der Zeit vor Luther, der zweitälteste Bibeldruck, den wir kennen, aus dem Jahre 1470. Hier das September-Testament, die erste Übersetzung Luthers, die dann durch alle einzelnen Stadien hindurch bis zur letzten 1544, 1545 erschienen, gezeigt wird. In seinen letzten Lebenstagen hat Luther in diese Bibel noch ein Wort eingezeichnet. Zur gleichen Zeit machte man auch in der Schweiz eine Übersetzung. Das ist ein Druck der sogenannten Zürcher Bibel, an der Zwingli, Leo Juth und andere mitgewirkt haben. Einen solchen Band gibt es wohl in der ganzen Welt nur einmal. In einem Einband des Jahres 1536 findet man zunächst die erste katholische Bibelübersetzung von Emser im Auftrag des Herzogs Georgs angefertigt. Und an diese katholische Bibelübersetzung ist dann Luthers Übersetzung des Alten Testamentes angebunden. Man begreift nicht, wie das unter den Voraussetzungen der damaligen Zeit möglich war und vor allen Dingen, wie sich dieser Band so hat erhalten. Selbstverständlich dürfen in einem Bibelmuseum auch die Ausgaben des 19. Jahrhunderts nicht fehlen. Bibeln aus der Zeit des Pietismus und Familienbibeln, die noch selbstverständlich in jeden Haushalt unserer Groß- und Urgroßväter gehörten. Aber auch jene Bibeln, die heute in jedem Buchhandel zu sehen und zu kaufen sind, in guter und weniger guter Übersetzung, liegen in den Vitrinen des Museums aus. Denn sie alle basieren auf der Forschungsarbeit des Instituts. Forschung aber bedeutet für Professor Ahland und seine Mitarbeiter nicht nur Arbeit im Institut. Viele lange und beschwerliche Reisen unternehmen sie, wenn es darum geht, alte Handschriften aufzuspüren. Abenteuerreisen sind das oft, zu Schiff, zu Fuß oder auf dem Rücken eines Esels, ohne westeuropäischen Komfort,
führen die Handschriften sie in abgeschiedene Klöster und entlegene Dörfer Griechenlands oder im kleinasiatischen Raum. Mühsam erringen sie sich das Vertrauen und die Freundschaft von Mönchen, Nonnen und Priestern, bis die ihnen erlauben, die alten heiligen Handschriften Seite für Seite zu fotografieren. Solche Reisen sind anstrengend und kostspielig. Oft muss der Münsteraner Professor lange warten und mancherlei Beziehungen spielen lassen, bis er und seine Mitarbeiter die Erlaubnis bekommen, eine bestimmte Kirche oder ein bestimmtes Kloster zu besuchen und dort die Handschriften zu fotografieren. Ist die Erlaubnis aber da, dann muss er umgehend reisefertig sein. Dank der Hermann-Kunst-Stiftung kann er es sich erlauben, ohne Rücksicht auf die Verwaltungsbürokratie der Universität seine Koffer zu packen und dorthin zu reisen, wo eine Handschrift liegt, die dem Münsteraner Institut noch nicht zur Verfügung steht. Der Großzügigkeit der Spender und dem Eifer des Instituts ist es zu verdanken, dass das Institut heute 95% der rund 5.300 bekannten griechischen Handschriften auf Mikrofilm besitzt. Studenten und Mitarbeiter des Instituts vergleichen an Lesegeräten die fotografierten mit schon bekannten Texten. Eine der Grundlagen neutestamentlicher Textforschung. Welchen Wert hat neutestamentliche Textforschung überhaupt? Ja, zunächst ist zu sagen, dass jeder, der in der Welt ein neues Testament in der Landessprache liest, Nutzen von unserer Arbeit zieht. Denn der griechische Text, den wir hier betreuen, ist die Grundlage für diese Übersetzung. Das ist das Allgemeine. Und im Besonderen, ja, auch wenn er keinen griechischen Text benutzt, kann er sicher sein, ich habe hier die Lutherbibel von 1975, kann er sicher sein, dass dieser Text dem entspricht, was nach den Arbeiten der neutestamentlichen Textkritik, wir sagen der Textforschung, als gesichert gilt. Wir haben den neuen Standardtext, wie man ihn nennt, und wir sind sicher, dass dieser Text den Originalen der neutestamentlichen Schriften so nahe kommt, wie das nur irgend möglich ist. Ja, wir möchten behaupten, er ist bis auf ganze Kleinigkeiten damit identisch. Könnte es passieren, und das wäre dann vielleicht der Schrecken des gläubigen Bibellesers, könnte es passieren, dass irgendwann einmal die Textkritik zu der Erkenntnis käme, dass die Bibel, wie wir sie bis jetzt kennengelernt haben, gar nicht mehr so stimmt. Sie meinen, dass der Text der Bibel nicht mehr so stimmt? Nein, nein. Ein Beispiel. Früher, im 19. Jahrhundert, stammten die ältesten Handschriften, die man kannte, aus dem 4. Jahrhundert. Als dann jenes Stück aus dem Johannesevangelium auf Papyrus um 125 gefunden wurde, war das eine gewaltige Sensation. Aber es zeigte sich alsbald, dass dieser Text mit dem des 4. Jahrhunderts und der späteren Handschriften voll übereinstimmte. Wie ich schon sagte, die neuen Ausgaben der neue Standardtext kommt dem Original so nahe wie möglich. Da besteht keinerlei Anlass zur Sorge. Wenn irgendwo solche Behauptungen aufkommen sollten, sind sie entweder Spekulation oder bösartige Erfindung.